Hallöchen meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf dem Kanal zu einem neuen Video von unserem Ford Gran Torino. Wir wollen heute einen etwas längeren Marathon machen. Was heißt längeren Marathon? Ihr habt es ja in der Videobeschreibung gesehen. Wir wollen heute verbauen die Ausgaben 46, 47 und 48. Und dann hauen wir noch mal ein mehr raus. Wir bauen noch weiter mit den Ausgaben 49 bis 52. Jetzt fragt ihr euch natürlich, so viele Ausgaben, muss ich mir jetzt einen Kaffee und Gebäck holen? Nein, braucht ihr nicht. So lang ist das Video nicht, weil ich die Ausgaben 46, 47 und 48 bereits schon verbaut habe beim letzten Bastelabend. Wer nicht dabei gewesen ist, schaut euch auf dem Kanal von Partwerk Modellbau an. Da ist es ein Video, da könnt ihr euch das angucken, wie ich die Ausgaben zusammengeschraubt habe. Aber ich kann mal eben das Modell herholen. Einmal hier. Und da könnt ihr es schön sehen, die ganze Kabellage haben wir in diesen Ausgaben verrichtet. Und das Ganze funktioniert auch tadellos. Das habe ich, wie gesagt, da schon getestet gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch die Batterien drin sind. Ich nehme euch mal kurz einmal ein bisschen weiter runter. So. Und dann lassen wir es doch mal kurz schnell leuchten. Das sind also dann jetzt die sogenannten Bremsleuchten vom Bremslichtschalter. Dann haben wir hier einmal unsere beiden Türschalter. Wenn ich die beiden Hebel mache, geht hier hinten, ich halte es mal hoch, die Lampe aus. So soll es auch sein. Dann haben wir einen weiteren Schalter. Hup mal. Das ist unsere Hupe. Und hier haben wir dann dementsprechend einen weiteren Schalter. Das ist unsere, sind unsere Bordleuchten. Und einen blauen Schalter haben wir auch noch. Unseren Motorsound. Hört sich im ersten Moment an wie der Dodge. Gut. Das war dann dementsprechend alles. Und hier vorne haben wir dann die Frontleuchten. Und natürlich haben wir hier auch unsere Schlussleuchten. So, das sind die drei Ausgaben, die ich bei dem Bastelabend bei Partwerk Modellbau verbaut habe. Und somit auch dann dementsprechend nicht mehr jetzt zu verbauen sind. Deswegen haben wir dann halt nur noch 1, 2, 3, 4 Ausgaben, die wir jetzt noch verbauen wollen. Und da kann ich euch jetzt noch zu sagen, also diese Ausgaben erinnern ein bisschen an den Bugatti. Also da ist nicht viel drin und ist auch nicht wirklich viel zu tun. Aber ich würde sagen, ich rede jetzt nicht lange weiter. Ihr kommt jetzt dichter und wir fangen mal an.
Hier haben wir dann jetzt die Ausgabe 49. In der 49 bekommen wir folgende Teile. Wir kriegen das hintere Kofferraum Bodenteil und wir bekommen den sogenannten Tankstutzen. Was dürfen wir machen? Nicht viel, nur zwei Schrauben anschrauben. Das sind ja fast Bugatti-Ausgaben hier. Wir setzen das einmal hier so drauf und nehmen uns dann noch die HP-Schrauben. Einmal die HP-Schrauben, drehen das Ganze um und setzen die HP-Schrauben dementsprechend ein. So, wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, haben wir das dementsprechend so. Und das war es dann auch schon mit der Ausgabe 49. Kommen wir dann jetzt zur Ausgabe 50. So, hier haben wir dann jetzt die Ausgabe 50. Auch darin ist nicht viel zu tun. Wir bekommen nur einen Teppich und einen weiteren Griff, den wir anschrauben sollen. Wir nehmen das Teil von gerade, nehmen unseren Teppich. Den kann man hier so schön, da ist eine Klebefolie drauf. Die einmal schön lösen. Vorsichtig. Einmal abziehen das Ganze. Dann haben wir hier noch die Löcher, die sind nicht mit rausgegangen. Die müssen wir jetzt noch extra eben frei machen. Einmal das und das daneben. Na, so. Aus, aus, aus. Jetzt klebt mir schon am Finger. So, jetzt haben wir das Ganze befreit und jetzt sollen wir das hier dementsprechend schön aufkleben, so dass es auch dementsprechend über die Löcher passt. Das ist so, passt es. So kleben wir den Film da auf. So, diese Leitkante hier versuchen ein bisschen rauszudrücken. Das ist die Knickkante. So. Und dann müssen wir jetzt noch den Griff anschrauben. Das ist der Griff, damit man das eigentlich hochheben kann. Weil darunter ja normalerweise, denke ich mal, das Werkzeug und das Reserverad drunter ist. Wie man das ja aus dem Auto kennt. Und das Ganze wird dann noch mit zwei HM-Schrauben von unten verschraubt. Eine und noch die zweite Schraube. Da nehme ich mal noch einen anderen Schraubendreher dazu zur Hilfe.
auch nicht. Staub drüber. Man hat ja so viel Werkzeug. Mittlerweile bei den ganzen Modellen. So, und der Griff ist auch angeschraubt und wir sind auch mit Ausgabe Nummer 50 damit schon fertig. Kommen wir dann jetzt zur 51. In der 51 bekommen wir eine Seitenwand und eine Rückwand. Also wir bleiben weiter sparsam mit den Bauteilen. Also das ist ja schon, macht ja schon wirklich Angst, dass man jetzt auch noch in den Bauteilen, in den Ausgaben spart. Naja, wir müssen ja auch irgendwie auf 110 Ausgaben kommen. Und wir bekommen SP-Schrauben. So, wir nehmen uns das Modell, nehmen die Seitenwand. Und jetzt muss ich mal eben gucken, welche Seitenwand ist das. Also so muss ich das legen. Und dann ist das diese Seitenwand hier. Legen das einmal hier so drüber und schrauben das mit den mitgelieferten SP-Schrauben fest. So, eine noch. So. Gut. Und damit haben wir die Seitenwand auch jetzt befestigt. Jetzt müssen wir noch die Heckwand. Die müssen wir einmal hier so einsetzen. Wir haben hier in der Mitte einmal eine kleine Auskerbung, wo wir das reindrücken müssen. So, und dann müssen wir das da drüber. Und dann muss das da drüber auch noch. Boah. Und da muss das auch noch rein. Meine Güte. So viel Sachen auf einmal. Und das Ganze sollen wir dann auch noch wieder mit zwei SP-Schrauben verschrauben. Einmal. Und zweimal. Und damit sind wir auch, wie gesagt, mit der Ausgabe 51 durch. Können wir jetzt noch, boah, wir haben gerade mal 9 Minuten gebaut, können wir jetzt noch die Ausgabe 52 nachlegen. In der 52 bekommen wir folgende Teile. Die nächste Seitenwand. Und die, ja, wie sage ich jetzt mal, die andere Seite, also praktisch die andere Rückwand mit dem Schloss für den Kofferraum bekommen wir auch noch. Hier ist das Kofferraumschloss. Das dürfen wir auch noch machen. Auch wieder nicht viel.
was wir tun dürfen. Also wir nehmen wieder unsere Seitenwand. Die schieben wir einmal hier wieder so schön durch. Drehen das Ganze wieder auf den Kopf. Nehmen wieder unsere SP-Schrauben. So, und eine noch auf den. Der Position. Huch. So, und jetzt, bevor wir das anbringen, nehmen wir erstmal das Teil hier, neben unser Kofferraum Schloss. Wir haben hier einen kleinen, ich zeige euch das mal, einen kleinen Nupsi und ein etwas größeres Loch. Das stecken wir einmal hier so durch. Und von der anderen Seite, hoffe ich mache es jetzt richtig rum. Mal eben gucken. Kann das sein, dass ich andersrum muss. Machen soll. So, das ist die, genau. Es kommt nämlich von der anderen Seite. Nämlich so hier rein. Genau, verkehrt rum, hätte ich das jetzt gemacht. Und dazu nehmen noch wir eine sogenannte NP-Schraube. Verschrauben wir das Ganze. So. Und jetzt könnt ihr hier sehen, da klappt dann hinterher das Kofferraumschloss rein. So, und das Ganze dürfen wir jetzt auch noch an unseren schönen Innenraum, Kofferraum, Innenraum anbringen. Und zwar müssen wir jetzt hier auch wieder einmal diese kleinen Laschen da durchdrücken. So, einmal da und einmal da. Irgendwas stimmt nicht. Ach so, doch, alles gut, alles gut, stimmt doch. So, zack, und dann wird das Ganze noch wieder mit zwei So, und eine Schraube noch. Und jetzt haben wir unseren Kofferraum in den Raum. So, fertiggestellt und sind mit Ausgabe 52 auch schon fertig, um mit dem heutigen Video auch. Na, hatte ich euch zu viel versprochen? Nein, habe ich natürlich nicht. War nicht wirklich viel zu tun in den Ausgaben. Hier haben wir nochmal unser schönes Ergebnis, was wir da jetzt alles so gemacht haben. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auf diesen ganzen
wir war hier Aufsätze. Irgendwo. Irgendwo müssen die Löcher ja rasten. Ich glaube hier. Irgendwo da. Ah, da. So. Dann mache ich euch noch mal kurz einmal runter. So. Da seht ihr das. So sieht es dann hinterher aus, wenn es dann auf den die Karosserie verschraubt wird. Das ist alles, was wir bisher zu tun hatte. Wie geht es beim nächsten Mal weiter? Da muss ich mal gucken, ob hier überhaupt in dem Heft ein Fortschritt ist. Ja, wir bekommen, da könnt ihr sehen, wieder einen Reifen in der 53. Das wird dann unser sogenannter Reservereifen, den wir dann bekommen. Und ja, damit geht es dann, wie gesagt, weiter. Apropos, bevor ich jetzt zum Ende komme, der nächste Bastelabend steht auch schon wieder an. Und auch der Micha als Inventar mittlerweile schon dieses Abends ist wieder mit dabei. Und ich habe ein neues Projekt. Nein, es wird kein Projekt, was dann dementsprechend mehrere Ausgaben hat. Nein, es ist nur ein kleines Vorzeigeprojekt, was ich noch nicht auf dem Kanal habe, was vielleicht aber viele schon von euch dementsprechend gesehen haben und auch sich dafür interessieren. Also seid gespannt, was ich da euch zeige. Und ich habe noch eine Ausgabe von der Titanic. Die Ausgabe Nummer 5. Wir wissen ja alle, da steht's, im Mai 2022 kommt die Titanic nach Deutschland. Das bedeutet, auch ich werde dann auf das deutsche Abo umsteigen. Und ja, ich werde dann dementsprechend da dann weitermachen. Und die Ausgabe 5 hatte ich aber vorher schon geordert gehabt. Und die werde ich dann auch auf diesem Bastelabend am 19.03. um, ich meine, 21 Uhr. Patrick, korrigiere mich, falls ich da jetzt falsch liege. Ist es dann wieder soweit, also sprich nächstes Wochenende. Freut euch drauf und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen sonniges Wochenende und bis zum nächsten Mal. Glück auf! Bleibt gesund, passt weiter auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.